Spiel. Neues Spiel. Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Noris alte Hals, ich trage sie, bis sie wieder tragen kann. Mein getreues Messer. Na, endlich. Heda, kleines Mädchen, Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Keshari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Das ist ein Schwachsinn. Geht doch auch ohne Magie. Eine kleine Burg aus Stöckchen. Sie kippt immer... Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich kehre nicht mit... Schon in Ordnung. Ich habe... Erst die Fest. Mein Lieber? Ich war ja noch nie gut, aber das schlägt dem Fass echt. Du sollst zaubern. Ein Messer habe ich selbst. Sieh zu und lerne. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt. Sondern einfach nur schlecht gebaut. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Noris Kette ist mir heilig. Sie ist in etwa so breit wie die Stöckchenfestung. Die Festung würde genau in... Aber wie soll ich sie da jemals rein... Das bringt nichts. Die zerbrochene... Wie gut, dass ich Noris Reparatur... Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Ah, Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Setz dich, Martin. Hast du gut hergefunden? Ja, ja.
Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Ja, ich will Tee. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst, permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Mögen wir Rätsel, Martin? Ja. Okay. Natürlich mag ich Rätsel. Sonst wäre ich nicht hier. Ausgezeichnet. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen, es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkina verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric,
Wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Bleib unten. Hoffentlich war das der letzte. Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in... Die Wächter sind zerbrechlich. Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Sie beobachten mich. Hier sind Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Ein fein gearbeiteter... Es sieht aus wie Blut. Das fasse ich nicht. Es sieht klebrig aus. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss... Wo seht ihr ein Schloss? Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Psst! Silenzium, bitte! Ich brauche Ruhe. Magier? Prin... Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum dieser Piratek? Was auch immer. Ihr müsst es... Warum habt ihr gerade uns als Gefährten? Wen meint ihr? Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer Umsicht? Tja, das ist mehr als... Alrik hält uns die Ungetüme vom Hals. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adels... Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin? Nein, ich hatte nach einem thulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die der... Die Straßen von Fasar waren schon immer ein Sch... Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Duke... Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Was er auch getan hat. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja. Sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch... Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Ihr wisst, der Verkina ist ein Verstoßener. Sogar sein... Wir haben keine andere... Genug davon. Wie sehen die nächsten Sch... Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein, dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die... Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter... Die Zukunft, die... Wie tief sind wir? Das wissen nur... Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakar errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Diese Hallen waren sein größte... Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske war? Ja, ganz niemand weiß, woher der Mogul Malakar die Maske hatte, oder? Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre Wahrheit... Was macht sie? Wieso nennt es sich das... Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der Heiligen... Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls.
Warum? Die meisten Pässe werden von den Legionen des... Zudem gibt